Heute stelle ich euch den 3D-gedruckte Tuning-Luftfilterkasten für die Schwalbe vor. Den gibt es in zwei verschiedene Varianten. Einmal, wie er hier verbaut wurde, an meiner K51-1 und der hier für die K51-2. Das liegt einfach am geänderten Design aufgrund des Rahmenausschnittes, denn von der 1er zur 2er Schwalbe variiert der leicht. Dafür passen die Luftfilter ohne Veränderung am Rahmen. Und wenn ich jetzt hier mal den Original daneben lege, dann kann man ganz schön sehen, wo die Unterschiede liegen. Einmal hier eine deutlich größere Filterfläche und an dem Rohr, das 10 mm ca. größer ist. Somit hat er die perfekte Voraussetzung, um an einen offenen Luftfilter leistungstechnisch ranzukommen, denn im Bereich von 50 bis 85 Kubik hat er annähernd die gleiche Leistungswerte. Aber natürlich leiser als der komplett offene. Und ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal, wie er montiert aussieht. Passt perfekt rein. Das Einzige, was ihr noch tun müsst, ist den Benzinhahn hier umverlegen, denn der Originale würde nämlich hier an dem Rohr anstehen. Das passende Set findet ihr auch in der Artikelbeschreibung. Noch ein weiterer Vorteil, ihr könnt einfach die Filtermatte austauschen, indem ihr den Clip löst, sie rausholt, um sie zu reinigen oder zu ersetzen, ohne den Panzer demontieren zu müssen. Es muss lediglich der Motortunnel runter. Und jetzt wie immer, wenn ihr ihn schon montiert habt, schreibt gerne eure Erfahrungen in die Kommentare.